So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal und leider nicht mehr mit der Julia, nur noch mit mir und meinem Twitch-Chat. Und wir wollten jetzt noch die kleine Quest machen und die sich nennt Der glückliche Sohn und wir brauchen eine Flasche Sunjama. Und dabei haben wir festgestellt, dass der Wirt noch einen Brief von uns gekriegt hat. Da kann man dann in Weißlauf ist der, glaube ich. Ich lasse euch selbst darauf kommen, wie denn hier. Seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Oh, Beutebrief. Danke. Okay. Aussicht. Tragerbrücke. Okay. Was habt ihr denn zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Hat der da vielleicht das Sunjama, was wir brauchen? Argonischer Blutwein. Eieiei. Scheinbar nicht. Leider. Okay. Tja, dann müssen wir uns besorgen. Die Wachen dürfen euer Zimmer durchsuchen. Vergesst das nicht. Warum? Zu welchem Berufe? Ich bin das, was man gemeinhin einen Glücksritter nennt. Macht mir ein Angebot. Vielleicht kämpfe ich dann an eurer Seite. Oh Gott, hier sind so viele Leute. Ockmannmund. Ich kann jetzt nicht... Oh geil, dass der da über den Zettel liest. Das finde ich ja geil. Hm? Ey, wie geht's dir? Hallo. Hallo. Lederstreifen. Die treffen sich alle. Wir müssen zum Gemischtwarenhändler. Der könnte so einen Dreck vielleicht haben, wenn es denn hier einen gibt. Vorausgesetzt. Gemischtwaren. Ja, da wurde ich natürlich gewusst, dass der da drüben ist. Ich bin da an der oberen Straße gelaufen. Ist bloß das Marktgesindel. Wir sollten uns wieder an die Arbeit machen. Ihr da. Wenn ihr hier handeln wollt, dann tretet an die Theke. Ja, ich wollte mich nur nicht vordrängeln, weil hier immer der Hain hat hier, zwar zuerst da. Hey, Lisbeth. Kannst du glauben, dass Ma danach wieder frei herumläuft? Ich hoffe doch, dass die Gerüchte nicht stimmen, dass ihr damit zu tun habt. Nein, natürlich nicht. Dieser Laden hat schon besser da gesehen, oder? Bei den Göttern. Ist es derart offensichtlich? Wenn mein Gunnar doch nur am Leben wäre und mich so sehen könnte. Dieser Laden wäre endlich wieder auf dem Damm, wenn ich meine letzte Lieferung nicht bei einem abgeschworenen Überfall verloren hätte. Eine handgemachte Libella-Figur. Oh. Bietet ihr eure Dienste an? Vielleicht als Söldner? Ich würde euch bezahlen, wenn ihr mir die Figur von den Abgeschworenen zurückholt. Ja, klar. Ich danke euch. Auf euch wartet bei eurer Rückkehr ein Batzen Gold. Rettet Lisbeths Lieferung aus Bruchturmschanze. Das machen wir. Wer ist Arnsleif? Ich habe den Laden von meinem Gatten geerbt. Arnleif war sein Vater. Mein Gatte Gunnar starb vor etwa 5 Jahren. Ein Angriff der Abgeschworenen. Der sturmende Kopf fehlt mir. Wirklich? Der Marktplatz wurde angegriffen. Nein, als ob die Geschäfte nicht schon schleppend genug liefen. Jetzt herrscht auch noch Gewalt auf den Straßen. Es waren die Abgeschworenen, nicht wahr? Ich habe mich damals falsch entschieden. Dieser Barbaren jedes Jahr Dutzende von Lieferungen. Und jetzt sind sie schon in der Stadt? Die Götter stehen uns bei. Ja, aber auf der anderen Seite, ihr könnt jederzeit wiederkommen. Nein, ja, ich muss bin handeln. Nicht Arnleif. Ja, ich weiß. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, da haben die natürlich auch nicht. Scheiße. Ich würde gerne irgendwas mal kaufen, hier die Reiseausrüstung, damit die mal ein bisschen Kohle hat. Hier ist Pferdefell, Säbelzahn, Scheiß, Wolfspelz, Ziegenfell. Kaufen wir mal. Jo, danke. Sagt einfach Bescheid, falls ihr noch etwas benötigt. Okay. Ey, Horgi. Okay. Ich glaube, ich bin so zweigeteilt. Ich habe das Gefühl, wir haben hier falsch entschieden, weil die jetzt echt das Blutvergießen angerichtet haben. Aber auf der anderen Seite, ich arbeite denk mit ich, Silber. Genau wie mein Vater. Und sein Vater vor ihm. Ah, okay. Ich werde eines Tages ein Silberschmied. Wie Mutter und Vater. Okay. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, mein Kind. Ich denke, Moment, wir haben uns vielleicht falsch entschieden. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, weil diese Silberbluttypen, das sind ja richtige Arschlöcher gewesen. Zumindest der eine, den wir kennengelernt haben. Und der die ganze Stadt unterdrückt und was weiß ich alles. Also, weiß ich nicht. Manchmal sind doch die Katschit hier vor den Türen, ne? Die haben doch so einen Scheiß. Da ist unser Pferd. Oh, hier.
Wachsam. Oh, der ist ja niedlich. Keine Cutsheets. Glaube ich. Nicht hier, nicht zumindest hier. Ja, da müssen wir Schnellreise machen jetzt. Scheiße. Und zwar nach Weißlauf. Ich wollte immer nach Weißlauf und die Scheiße ablegen, die ich dabei habe. Mal nach den Kindern gucken. Wir brauchen dieses Zeug halt, gell, was wir da sammeln sollen. Wir können nochmal die Notiz lesen. Da stand genau explizit drin, wo das Christus-Zeug. Das wäre vielleicht nicht das Dümmste, was man machen kann. Und zwar die Notiz war, Angebot. Angebot. Angebot ist Schorgen, hier ist es. So, hier, bla bla. CO-Deal, kriegen Kopfschmerzen, Sachen, Problem, Edelstein, Münd, Reichentum, Tresor, Flasche in Solstheim. Wo ist denn Solstheim, bitte, ey? Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht in Solstheim, ne? Ich glaube, in Solstheim. Aber wir probieren es mal schnell in Weißlauf, weil da, ich möchte gerne mal die Stäbe kurz in die Kiste schmeißen und so weiter. Habe ich ja die ganze Zeit schon vor. Und davor sitzen ja, glaube ich, wenn wir Glück haben, die Katschid. Die wandern ja immer, die zwischen Weißlauf und, Dings wandern die, zwischen Weißlauf und, Riften. Solstheim, wo ist denn Solstheim? Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Ja, sag ich ja. Dieser ganze Krieg ist immer gleich. Das ist mal von Fallout 4. So, ich renne mal schnell runter. Ich glaube, die müssen da bestimmt da rumhocken, die Katschid. Da sitzen die, ich sehe die doch. Seht euch, ich sehe euch. Das ganze so. Wind weht hier bitterkalt auf die Welt. Kannst du verkaufen? Khajiit ist nur eine Wache und hat nichts zu verkaufen. Khajiit hat Waren, wenn hier Geld. Dieses braucht der warme Sand von Els. Ja, dann gib mir doch mal. Dieses braucht etwas. Die Wege von Himmelsrand führen zu vielen Gefahren. Schnell wir alle rennen. Wir sind Wüstenbewohner. Der Nordwind lässt unsere Knochen erziehen. Habt ihr was zu verkaufen? Warum verkauft ihr eure Waren in den Rimmelschrank? Eine scharfsinnige Frage. Ja, wir Messer. Wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten, selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Und weit. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wer jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Ja. Großes Geschäft kannst du auch zu Hause machen. Habt ihr was zu verkaufen? Einen Blick darauf. Ja. Oh krass. Niedriche ohne Ende, niedriche. Ah, oh, der hat das aber auch nicht. Scheiße. Ist das vielleicht ein Dings? Nee, ne? Kein Trank. Hast du vielleicht ein paar... Oh, blaues Mädchenkleid. Ob sich da ein Mädchen drüber freuen würde? 14, ja. Graue Jungen-Tunika. Kann ich auch mal mitnehmen. Grünes Mädchenkleid. Rotes Jungen-Tunika. Hat er auch Reisepäckchen? Ohne Kinderpuppe. Weil ich die... Ich weiß nicht, wie das geht. Nehmen wir eine mit. Die wollte ja, dass ich da einkaufe bei denen, ne? Mammutstoßzähne kannst du bei denen kaufen. Für einen ganz guten Kurs. Aber alles nichts, was uns nicht weiterbringt an der Stelle. Ich hoffe, ihr kommt wieder, um mit uns zu handeln. Na klar, gerne. Tja, das ist die Frage, wo die sind. Da Solstheim. Müssen wir gleich mal gucken, wo Solstheim liegt. Vielleicht müssen wir die Quest abbrechen, bis wir das erreicht haben. Weil wir sind ja nicht, wir gehen ja nicht einfach neue Städte besuchen, nur weil jetzt uns einer sagt, hier muss man die Stadt besuchen. Fand ich auch noch überhaupt nicht vom Namen her. Ah, das heißt nicht viel, wenn ich den Namen nicht kenne. So, dann gehen wir mal rein. Ah, wenn ich, sowas habe ich aber auch nicht.
Ich habe keine Getränke oder Nahrungsmittel eingelagert. Wir können mal zur Taverne gehen. Und wir können mal die ganzen Tavernen abklappern. Hier ist einer, glaube ich. Ne? Der trunkene Jägersmann. Aber da gibt's mehr so. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Jo. Hey. Ah, hallo, mein Nordfreund. Werft einen Blick darauf. Ja, was hast du zu verkaufen, genau. Nee, hat er nicht. Sonst irgendwie, was ich gebrauchen könnte? Nee. Was hast du hier? Woher kommt der Name? Getrunkener Jägersmann? Diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts etwas zu viel Met getrunken hatten. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Okay, aber wenn, wen kann ich mich wegen Arbeit wenden? Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflaggten Meere. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ihr solltet es auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Jo. Danke. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, ha. Ah, hallo, mein Nordfreund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Nein. In Tat nicht. Hier gehen wir hier rein. Ich schmeiß mal schnell die Stäbe in den Dings. Hey. Papa, ihr seid wieder da. Habt ihr mir ein Geschenk mitgebracht? Na klar. Diesmal nicht. Nein, ja, das habe ich. Ein Geschenk für mich? Echt? Ja. Kinderpuppe. Hier. Und, was hat die für ein Kleid an? Rotes, ne? Eher so. Oh. Danke. Gerne. Anderer Kind hat mich nicht mal begrüßt, da kriegst du auch nichts. So, wir müssen mal kurz hier den Scheißchen ablagern. Warte mal ganz kurz, aus das Bärenpelz. Ja, wir haben schon 6-7 drin hier. Bärenpelz. Höhlenbärenpelz. Säbelzahntiger. Den Kopf krieg ich wieder nicht raus aus dem Inventar, ne? War das, ja? So, dann packen wir nochmal die Stäbe weg. Und vielleicht die eine oder andere Klamotte. Blaue Magiker. Die können wir verkaufen. Können wir auch verkaufen. Verkaufen. Leo, das kommt mal rein. Da muss ich mir das mal angucken. Veränderungen können wir verkaufen. Aber verkaufen. Dings. Das mit den Händen gucke ich mir aus nochmal an in Ruhe. Okay, Waffen. Was haben wir da? Angies Bogen. Den würde ich gerne reintun. Nur, dass man nicht abhanden kommt. Klinge von Falkenring auch rein. Stab der Beschwörung, Stab Funken, Stab Raserei rein, Stab Frostbiss, der Glücksdolch rein, Bogen, Bogen rein. Nur, dass wir da nicht irgendwie einen Scheiß auszusehen verkaufen und so, das möchte ich auch nicht. Und dann haben wir ist es weg und du kriegst es vielleicht nicht mit, dann kannst du es nicht zurückkaufen. Alles schon da gewesen. So, die Rüstung, die können wir alle verkaufen, die wir jetzt haben, die brauche ich nicht. Und dann schau mal. Diese Bannen könnten wir eigentlich. Die müssten. Die ganzen Bannen müssten eigentlich nach Dings, nach Osma zum Seeblick. Weil ich da noch am Bauen bin. Und da kann ich es am ehesten gebrauchen, aber ich will jetzt nicht nach See. Wenn ich es privat spielen würde, würde ich jetzt kurz nach Seeblick reisen. Und das schnell ablegen und dann weiter, aber das lassen wir jetzt sein. Das wird dann zu viel, glaube ich. Ruhig spielen sehe ich ein, auf jeden Fall. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Ja, hey, Lager. Schön, euch wiederzusehen. Hey, werft einen Blick darauf. Auf was? Was willst du mir jetzt zeigen? Wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann zeig's mir doch nicht. Beschlagene Rüstung. Wert 32. Hat ja ein bisschen Geld.
Blaue Magiergrube. Weg. Leder weg. Pelzstiefel weg. Weg. Und weg. So, sieht das gut aus. Ach, den Eisenstab der Seelen. Ach, den wollte ich Julia geben. Dann lasse ich die aus meiner Tasche. Das bleibe halt ich, das behalte ich, das behalte ich, das behalte ich alles. Alles meins, meins. So, meine kleine gute Freundin, was hast du denn für mich? Kannst du vielleicht, irgendwas hier brauchen von mir? Nee. Kann ich vielleicht von dir, so ein Reisebäckchen vielleicht? Oh, noch eine Kinderpuppe. 23. Komm, wir kaufen noch so eine Kinderpuppe. Wir haben ja für das eine Kind eine gekauft, jetzt kaufen wir das andere Kind eine. So gut, immer sowas dabei zu haben. Wo wir die ganz schön verwöhnen, muss man sagen, ne? Kein Reisepäckchen, ne? Ne. Hast aber auch nichts. Bärenpelz würde ich jetzt nicht kaufen. Okay, danke. Lebt wohl. Meine gute alte Isolde. Achso, ich wollte mal gucken, hast du denn was? Ich wollte ja mal hier. Ihr seid ein strammer junger Mann. Lasst euch mal wieder. Gar nicht. Hey. Oh, Fettanteil 18,5%, junge Puppe. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Das war hier. Was haben wir gesucht? Ich hab's vergessen schon wieder. Aber ich hoffe, dass ich es erkenne, wenn ich es lese. Das ist so typisch. Das ist so typisch Roleplay-Games-Spieler. Bevor er in die Tasche guckt, hofft er, dass es dann erkennt, wenn er es liest. Es tat gut, mit euch zu sprechen. Ja. Ich habe alles im Angriff. Ach du, dich kann ich nicht leiden, der Bruder. Ich glaube, ich muss die befreien von ihrem Bruder. War komisch, dass das zwei sind, ne? War das überall nur einer oder ich weiß nicht. Ich glaube, die kann man bestimmt mitnehmen hier, die Oma. Wir haben Feuerholz. Wir haben Lederstreifen. Müssen noch ein paar Reisebäckchen bauen gleich. Ich will nicht mit dir. Mit dir handel ich nicht. Ich habe nur mit deiner Schwester. Dann bist nicht so eine, die ist nicht so überheblich wie der Vogel. Was gibt's bei dem? Fleisch. Die besten Stücke vom frisch erlegten. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Das ist sein Bruder, oder? Hier. Der Bruder von Dings. Hier, gedämpfte Schlammkrabbe. Hört sich echt interessant an, danke. Gute Jagd. Was stand da? Ihr solltet das Wildbret versuchen. Es ist köstlich. Habt ihr das ganze Wild alleine geschossen? Oh ja. Die Jagd ist meine große Leidenschaft. Ja. Darum haben mein Bruder und ich einen Laden eröffnet, um Jagdzubehör zu verkaufen. Den trunkenen Jägersmann unten am Haupttor. Er kümmert sich um das Geschäft und ich betreibe diesen Stand. Okay. Danke. Denk daran, ich habe das frischeste Fleisch von ganz Weißlauf. Ich dachte, dass du deinem Bruder vielleicht einen Fall in den Arsch geschossen hast. Kommt da rein. Ich habe Jagd ist mein... Dies ist eine Ode am Himmelsrand, standhafte Beschützer. Das Kaiservolk. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Nee, das, ich trinke nicht. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Habt ihr denn in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich habe einige seltsame Geschichten von den Kindern des Jarl gehört. Dass eines sich zum Bösen entwickelt und die anderen hässlich sind. Am besten hält man sich von ihnen fern. Okay. Frag den Wahlgrufs seltsame Kinder. habt ihr denn was verkauft? Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Oh, die hat ja richtig was am Start hier, ne? Dann, komm, das muss jetzt dabei sein. Was habe ich gesucht? Scheiße. Ach, Mensch. Lass mich wissen, falls ihr sonst... Yo, lass es dich wissen. Quest. Wir suchen Sunjama. Sunjama. Wo sie es bestimmt haben, ist in dem komischen... Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Wein der Sorini-Brüder. Achso, der macht spezielle Punkte auf Ausdauer und so. Scheiße. Ich glaube, ich muss noch ein paar Becher spülen. Ja, ich glaube. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Hey, Viskas. Schön, euch zu sehen. Suche Arbeit. Das sogenannte Gefängnis in Rifton verliert Gefangene wie ein Fischernetz Wasser verliert. Das passiert eben, wenn Diebe an der Macht sind. Die Gefangenen gehen einfach raus. Einer ist geflohen. Und ihr werdet diesen Feigling finden. Okay. Mittlerweile ist es ihnen egal, was mit ihm passiert. Mir ebenfalls. Am besten tötet ihr ihn einfach, damit es schneller geht.
Okay, ich kümmere mich darum. Seid vorsichtig. Dieser Mann gilt als gefährlich. Okay, danke. Begonnen, Verbrecherjagd. Machen eins nach anderen, oder? Wohl, Stammesgenosse. Ja. Hey. Nicht nur Stammesgenosse. Du hast hier gefälligst den Knicks zumachen, wenn ich reinkomme. Seiner Taten erbrüstet sich nimmer mehr. Ich mag den Song. Der kann zwar nur die zwei, also eigentlich alle Händler können immer nur die zwei Songs. Aber der ist echt gut hier. Der hat einen Groove, finde ich. Nicht gut. Also hier, ich finde auch nichts illegal zum Klauen irgendwie von dem Zeug. Also wir müssen jetzt rausfinden, wo dieses Soulstime ist. Wenn wir das noch abschließen wollen, dann ist es schon 3:04. Also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Normalerweise. Soulstime. Wenn ich Soulstime wäre, wo wäre ich dann? Ich glaube, da waren wir auch noch gar nicht, ne? Windhelm. Oder vielleicht ist das nur ein... Kann ja sein, dass Soulstime nur ein anderer Name ist für dieselbe Stadt. Sag mal, gibt's ja auch. Mortal. Soulstime abschließen? Nee, nicht abschließen. Wir müssen nur in Soulstime das Zeug kaufen. 3 Wochen später. Ja, Mann. Ja, was noch nicht mal entdeckt. Ob wir schon davon gehört haben müssen. Festung. Nö. Riesenhain abgeschlossen. Hoch Rotgar ist leider, da war ich schon. Rotgar war ich auf jeden Fall schon. Kann auch nicht suchen hier, oder? So, warte mal, Ort finden mit F. Souls. Ne, habe ich noch nicht auf der Karte. Das ist ja blöd. Ah ja. Den hat's gegeben, den Amtübergriff. Ja, das stimmt. Da habe ich auch eine Quest dazu, glaube ich. Wie finde er heraus? Ach, alles klar. Na gut, die haben wir nicht weitergemacht. Wir sind hoch Rotgar sind wir noch nicht durch. Deswegen wahrscheinlich. Ja, das kann man also quasi die Quest gar nicht machen. Also wir finden irgendeine Möglichkeit, das Zeug hier irgendwo herzukriegen. Drachenblut. So heißt die Quest, oder was? Ja, da kamen so einen ganzen Kultisten, kam da in Dings, ne? Noch warm aus dem Ofen. Glänzende Schmuckstücke für. Ja, aber ich hab's nicht mal auf der Liste. Kann er hinreisen nach Soulsheim, sagt er, aber ich hab nicht mal das Soulsheim auf der Liste. Kannst du nicht mal finden hier, wenn ich S eingebe in Filter. Heißt, ich war noch nicht dort. Deine Liste Hauptquest, 3. Pulso von unten. J, meine Liste, 3. Pulso von unten. Dämmerwacht. Ach hier, alles klar. Reise nach Soulstime, ja krass. Ja genau, das ist das. Da haben sie mich angegriffen. Habe ich den Befehl gelesen, der Kultisten, Drachenblut. Aber das ist ein neues, komplettes Gebiet.
Alles klar, nee, alles, danke, danke schön, Gandalf. Dann machen wir das jetzt nicht. Weil das, ich will da gerne Julia mitnehmen. Weil, damit der Weltzustand gleich bleibt. Weil die hat es ja auch so. Ein neues Gebiet jetzt zu bereisen, das wäre jetzt, glaube ich, nicht so klug. Zieht denn dieses Messer? Willst du nicht mit deinem Messer rumfuchteln? Ja. Um die mir Papa nicht? Das finde ich echt schräg. Das finde ich echt schräg. So, du hast doch immer hier irgendwas mit Söldner, ja? Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber worüber habt ihr euch denn gestritten? Saphir gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Braucht ihr Hilfe, um das Schwert zu finden? Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Okay, wo ist es denn? Okay. Amrens Familienschwert. Wenn ihr dieses Schwert findet, bringt es bitte zu mir. Die Quest hatte ich schon mal. Aber die ist dann irgendwie verloren gegangen. Ich weiß nicht warum. Deswegen habe ich mir jetzt gerade nochmal geholt. Und ich würde das mit den Soulstime machen wir auf jeden Fall. Und vielleicht kriegen wir ja dieses Zeug woanders her. Dann können wir das noch abschließen. Aber ich weiß jetzt nicht wo. Könntet ihr nochmal gucken, wo dieses Schwert ist. Hier ist Reisen nach Soulstime. Das ist hier. Das möchte ich schon gerne zusammen mit Julia entdecken. Das macht sonst keine. Ja, das ist schon besser. Wir sind ein Team, aber wir sind zusammen spielen. Wir sind nicht intim, aber ein Team. Und. Oh Mann, das ist aber echt bräsig in der Platte. So, Familienschwert, ich aktiviere das mal als Familienschwert. Ich will mal gucken, wo das ist. Glücklicher Sohn bleibt Verbrecherjagd. Da können wir nach Riften. Vielleicht ist da. Vielleicht, da ist ja auch. Da ist ja die. Da ist ja auch. In Riften ist ja auch. Und so, ne? Da können wir nach Riften. Braucht ihr ein neues Schwert? Vorsichtig. Oh, entschuldige. Ich freue mich immer, jemanden zu sehen, der nicht zählen kann. Werft einen Blick darauf. Ich habe ein bisschen Mondzucker zum Frühstück. Sag mal, ich brauche mal hier. Hast du Reisepäckchen verkauft? Sag mal. Nö. Warum nicht? Was bist du für eine komische Frau, sag mal. Viel gut. Müssen wir kurz herstellen. Ich habe, glaube ich, schon alles abgelegt, was irgendwie bärenfällig war. Ich will nur nicht out auf Reisebäckchen kommen. Die meisten Leute in Himmelsrand scheren sich nicht um die Dunmeer. Ja, ich mich schon, aber die müssen halt auch, muss halt irgendwo auch sinnig sein, ne? Packtasche. Also wenn die Scheiße bauen, dann müssen wir die auch zur Rechenschaft ziehen. Ich glaube, die Dunmeer haben auch nicht viel mit den Talern zu tun. Die Talern sind die Arschlöcher. Dunmeer scheinen in Ordnung zu sein, soweit ich jetzt kennengelernt habe. 2, 3. So, da geht's erstmal weiter. Uns fehlt jetzt wieder Lederstreifen. Aber das ist okay, das geht jetzt mal weiter. Ach so, ich wollte ja mal gucken, ob ich meinen. Ah, ich muss. Das mache ich nachher mal. Ich guck mal, ob ich die Silberrüstung verbessern kann. Weil ich habe ja. Bin mal ein bisschen geskillt. Kann ich mal kurz hier dran? Danke. Sehr freundlich von dir. Okay, der Eisen der 200 geht nicht, aber ich habe keine Stahlbahn. Hier fehlt die erforderliche Fähigkeit. Okay. Also über explizit komme ich noch nicht. Weiß ich nicht, wie das aufgeteilt ist. Da käme ich überhaupt noch nicht so mit aus, ne? So, wo ist dieses Schwert? Wenn ich das jetzt suchen würde wollen, ist das wo? Vielleicht haben wir Glück, das ist bei Riften irgendwo. Oh, das ist über Riften. Bitte den entflohenen Verbrecher. Ich würde gerne mal nach Riften reisen und mir gucken, ob es da dieses Zeug gibt, die Soonkist, das wir brauchen. Soonkist, für die einen oder anderen, die das nicht wissen. Weil ich bin ja alt. Das war so eine Trinkpäckchen-Dingsbums. Damals, wo ich jung war. Deswegen finde ich das total witzig, wenn ich Soonkist sage. Und die meisten sitzen halt vor ihren heimischen Empfangsgeräten, vor den Volksempfängern quasi, und sitzen, hey, was meint ihr mit Soonkist? Dann wisst ihr das jetzt. Das ist so ein Trinkpäckchen gewesen. Und abgefahrenes Zeug.
So, wo ist denn dieses scheiß Schwert, Alter, wenn ich das mal suche? Wir müssen mal auf J drücken. Wir müssen mal das Schwert ausrüsten. Ich habe so viele Questen. Und auf M drücken. Ach da, guck hin. Familienschwert, Weißfluss, Wacht. Ah, nee, das ist noch nicht mal aufgedeckt. Da gehe ich da aber jetzt auch nicht rein. Da müssen wir das auch nochmal verschieben, die Quest, tut mir leid. Das läuft auch nicht, wegen Julia. Also ich will da nicht noch neues Zeug entdecken, weil das ja die ganze, den ganzen Weltzustand von verändert. Und wenn er zu weit auseinander geht, dann kriegt man Probleme beim beim Join. Da kriegst du dann kriegst du Abstürze und dann gehen wir in irgendeine Taverne rein, dann kriegst du einen Absturz und so ein Kram. Das wollen wir ja ein bisschen vermeiden. Und deswegen geht es auf nach Riften. Und jetzt so eine Quest, so einen Typ irgendwo hochnehmen und hier mal nach was zu trinken gucken, das ist kein Problem. Aber den allgemeinen Questzustand sollte man schon erhalten, also den allgemeinen Weltzustand. Quests können schon, also bis zu einem gewissen Punkt können diese verschiedenen Quests schon unterschiedlich sein, das ist nicht das Problem. Ey! Hallo! Löwin! Hast aber eine geile Klamotte an, Mann. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Ja. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Ich glaube, die nehme ich dann auch wieder mit. Wir bringen jetzt, wenn wir einmal hier sind. Genau wie ich. Ah, mit dem haben wir schon geredet, doch, danke. Dass sie den Kampf zu den Kaiserlichen Numbra. Seid gesegnet. So kann ich die denn alle mitnehmen, verstehe ich nicht. Wenn ihr noch. Ich glaube, durch diesen wenn Multiplayer. Ihr also habt, seid ihr Vincent. Am richtigen Ort. Vincent. Setzt euch. Oh, ihr schon wieder. Was wollt ihr? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Na los, komm, du hast doch das haben, was ich haben will, oder? Argonisches Blut, Blutwein. Ich hab schon wieder vergessen, was ich haben will. Irgendwas mit S. Hat die nicht. Wir können es noch innerdings unten probieren. Warum benutzt ihr sie nicht einfach? Oh. Ja, die ist ein bisschen angepisst, weil wir die für die Diebesgilde ein bisschen ausrauben mussten. Aber wir wissen ja, wie es ist. Hallo! Er ist Liv. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz. So, ich möchte gerne eine Sache jetzt machen. Und zwar, ich finde die cool, die Tante, die wir dabei haben hier. Die hat coolen Angriff und so. Ach so, wir sind ja jetzt in Riften. Ach so, aber das können wir trotzdem machen. Was ich jetzt vorhabe, können wir trotzdem machen. Das kostet uns halt so ein Reisepäckchen. Aber auf der anderen Seite, wir müssen ja auch herstellen. Ich will nur ganz kurz, will die Mölnje wieder mitnehmen. Weil ich denke mal, die kann mir da mehr helfen als diese Elektro-Tante da, die wir jetzt dabei haben. So, hier. Möchtest du dich zur Ruhe setzen? Champion von Azura. Dann mal los. Ich weiß gar nicht, ob man die als Vogt einsetzen kann. Ich hoffe. Geh mal rein mit der. Ist schon alles eingerichtet. Ich finde die Hütte total cool eigentlich. Ist auch eine CC-Quest-Hütte. Was braucht ihr, Wächter? Hier trennen sie unsere Wege. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Die Dämmerung behütet uns alle, Wächter. Ja, geht nicht. Kann sein, dass es hier keinen Vogt gibt. Bis zum nächsten Mal, Wächter. Bis zum nächsten Mal. Okay. Schade, ich dachte, ich kann die als Vogt hier einsetzen. Vielleicht können wir die mal woanders in einem anderen Haus einsetzen als Vogt. Das weiß ich nicht. Wir reisen nach Riften wieder. Und dann holen wir uns die... Ah, da ist der Typ jetzt. Entflohener Verbrecher. Dann nehmen wir uns die... die Löwin mit. Die hat gut funktioniert beim letzten Mal. Wenn ich sie empfinde, ich glaube, die wohnt hier, oder? Wenn ihr auf ein Almosen aus seid, dann müsst ihr mit meinem Mann sprechen. Wenn ihr... Boli ist, ja, wo ist irgendwo der? In der Nähe, um die Armen mit seinem Unsinn über Mara zu beglücken. Aha. Mara, Boli. Hier, schön, euch Edda. Zu sehen. Nimm ein Goldstück. Vielen Dank. Na klar. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ich weiß, nützt eh nichts, weil deswegen... Ein Lord, genau wie ich. Ich hoffe doch, dass sie den Kampf... Krelka? Achso, Krelka, da müssen wir noch was machen für die. Ich suche die Molnir-Tante. Und den Boli, würde ich gerne mal sprechen. Würde sagen, dass sie ja mehr abgeliefert, den Schrott. Ist der gewesen? Nee. Das war so ein Elf seid mit so einer ganz komischen um Klamotte. Über den jüngsten Sohn des Jahres lustig zu machen? Hier geht's raus. Wollt ihr am Leben warum?
Warum ein Risiko eingehen? Ah, weiß nicht. Da gehen wir hier rein. Bienenstich, da trifft sich ja die Hu des Hu des Hu. Wenn ihr Münzen habt, seid ihr am richtigen Ort. Setzt euch doch. Grüße. Hallo. Hey. Möge die Erde unter euren Füßen immer... Okay. Unseres ist es, euer Hinscheiden zu belächeln. Hä? Warum ist er so frech jetzt? Ich hab den allen wirklich einen Scheiß besorgt, ey. Alles in Ordnung? Ja, das geschieht mir recht. Jetzt finde ich natürlich die Dings auch nicht wieder. Oh, ist adept und ich kann einfach auch mal schließen. Ach so, weil ich den Schlüssel habe, geil. So, und dann, ja, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Skyrim. In diesem Sinne, wir sehen uns in Sofengarde. Ja.